Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Gartenrundgang. Ist eigentlich voll erstaunlich, aber oder auch nicht. Aber die Gurke, die hier in dem kleinen Topf steht, das ist die größte, die wir haben, obwohl sie mit als letztes ausgepflanzt wurde. Also das ist schon krass. Ansonsten der Endivien hier, da haben wir schon fleißig geerntet und immer noch ohne Ende. Gespannt, ob wir das alles essen können, bevor er schießt. Die Kräuter sind immer noch am Blühen, vor allem der Dost. Die Natternköpfe bilden richtig große Rosetten inzwischen. Die ältesten natürlich die größten. Auch der Steppensalbei blüht immer noch. Beim Muscatella-Salbei wird es weniger, aber es sind immer noch einzelne Blüten da. Und auch die Bergflockenblume blüht wieder. Auch hier am Steppensalbei sind Blüten zu sehen. Meine Taubnessel hat irgendwie keine Blätter mehr, aber der Storchschnabel, der blüht, aber dem macht die Trockenheit auch zu schaffen. Hier steht dann mein Blutweiderich im ersten Jahr. Der Reisighaufen ist ganz schön abgesackt. Der war mal so hoch wie der Zaun hinten dran. Ja, und auch bei der Birne gibt es immer wieder gelbe Blätter. Kirsche. Also ich da das ja schon an Wasser rangehalten habe, dass der nicht schlapp macht. Diese Gurken, die sind jetzt genauso lang ausgepflanzt wie die auf der Terrasse. Bei weitem nicht so hoch gerankt. Bei den Natternköpfen gibt es immer noch Blüten. Die Stachelbeeren hier, die scheinen auch wieder Wasser zu brauchen. Sind ja auch noch nicht lange ausgepflanzt. Auch hier bilden sich wieder gelbe Blätter. Der Holunder, der blüht jedes Jahr toll, trägt Früchte und dann werden es auf einmal immer weniger. Die Felsenbirne hat schon wieder trockene Blätter. Hier noch der Mannstreu.
Die Kornelkirsche wird langsam reif. Und das hier ist der Käferkeller. Da habe ich jetzt ein bisschen noch oben drauf gemacht. Also Holz. Schön viele Hagebutten. Das Leinkraut, das blüht immer noch. Das ist echt der absolute Wahnsinn, diese Pflanze. Ja, das blüht hier. Der Reinfarm. Schwarze Königskerze, die Karte noch ein bisschen und natürlich der Dost. Und auch die Malve hat noch Blüten. Glanzkabirus blüht noch. Und dann wirklich auch die Sandgrasnelke. Okay. Also hier ist auch nochmal eine Tochter von der Sandgrasnelke. Die Färberkamille hat noch Blüten. Zwei Wochen ist es jetzt her, Oberfläche ist immer noch feucht, also 2 Wochen ist es her, dass ich es voll gemacht habe, auch mit Wasser voll gemacht habe. Also von daher, einen Urlaub kann man sich tatsächlich leisten und es wird durchhalten, hoffe ich doch. Die Nachtviole ist immer noch am Blühen. Die Malven hier eher nicht mehr. Na doch, da noch ein bisschen. Auch hier die Färberkamille kaum noch am Blühen. Eine Nachtkerze. Hat noch eine offene Blüte. Oh. Das Melz habe ich gesehen. Was war denn das, was ich da hingepflanzt habe? Astor. Ah ja. Der quirlblütige Salbei ist auch noch fleißig am Blühen. Ja, Bergflockenblume und Schnecken, das ist echt ein Problem. Hier noch ein paar Restblüten am Muscatella. Ja, mein kleiner Teich hat viele Algen bekommen, aber ich fische die dann immer so ein bisschen raus. Storchschnabel, müsste der Waldstorchschnabel sein da hinten, der blüht auch schön.
So schaut es jetzt bei uns im August aus. Gibt doch noch immer was im Trachtfließband, was blüht, und das ist ja auch das Ziel gewesen. Also macht's gut. Ciao, ciao.